Verbirgt der Jupitermond Europa die Antwort auf die älteste Frage der Menschheit? Mittlerweile gilt es als gesichert, dass unter der Eishülle des Trabanten ein Ozean gigantischen Ausmaßes schlummert und dass dieser sogar Leben beherbergen könnte. Obwohl uns die Existenz des frostigen Himmelskörpers schon seit über 400 Jahren bekannt ist, liegen seine größten Geheimnisse noch immer im Schatten. Doch nun will die NASA endlich etwas Licht ins galaktische Dunkel bringen. Die renommierte Raumfahrtbehörde wird in wenigen Monaten eine Raumsonde in die Gefilde des Jupitermondes schicken und bald darauf sogar in dessen extreme Unterwasserwelt eintauchen. Groß, größer, der mächtige Jupiter. Kein anderes Mitglied unseres Heimatsystems reicht an die überwältigenden Ausmaße des gigantischen Gasriesen heran. Unterm Strich bringt es der Koloss auf einen Durchmesser von 143.000 Kilometern und in der Theorie würde unsere Erde sage und schreibe 1.300 Mal in den planetaren König des Sonnensystems hineinpassen. Und wie es sich für einen Planeten dieses Standes gehört, zieht der Jupiter seine Bahnen keineswegs allein durchs All. Unserem aktuellen Wissensstand zufolge wird er von mindestens 95 Monden begleitet. Die vier imposantesten, sogenannten galileischen Monde, gehören wiederum zu den größten natürlichen Satelliten des Sonnensystems. Doch damit nicht genug. Bereits im Jahr 1610, vom namensgebenden Universalgelehrten Galileo Galilei auf die Sternkarten hinzugefügt, stehen Io, Ganymed, Callisto und Europa seit jeher im Verdacht, revolutionäre Erkenntnisse und womöglich sogar die Antwort auf die wohl älteste Frage der Geschichte in sich zu tragen. Nämlich, sind wir allein im Universum? Ist es angesichts der überbordenden Vielfalt des Kosmos überhaupt möglich, dass die Erde der einzige Himmelskörper ist, der Leben hervorgebracht hat? Nun ja, vielleicht verbirgt sich des Rätsels Lösung ja ausgerechnet in einer bizarren Welt, die auf den ersten Blick lebensfeindlicher nicht sein könnte. Denn sind wir mal ehrlich, wer würde unsere extraterrestrischen Nachbarn schon auf einem Mond erwarten, auf dem das Thermometer niemals über minus 130 Grad Celsius klettert? Auf einem Himmelskörper, der über und über von grotesken Kratern und Furchen durchzogen ist und dessen spärliche Atmosphäre ihren Namen kaum verdient hat. Und doch, jeder noch so extremen Ausgangslage zum Trotz, ist der Jupitermond Europa nicht bloß irgendein Kandidat, sondern einer der vielversprechendsten Orte, wenn es um die Frage nach außerirdischem Leben im Sonnensystem geht. Um zu verstehen, was es damit auf sich hat, müssen wir aber unseren Blick von der mehrere Kilometer mächtigen Wassereishülle abwenden und stattdessen in die atemberaubende Welt eintauchen, die sich hinter dieser gefrorenen Maske versteckt. Das Meer unter dem Eis. Außen frostig, innen flüssig. Der Salzwasserozean, der sich unter der massiven Kruste Europas verbirgt, ist wahrscheinlich bis zu 100 Kilometer tief und umspannt den gesamten Himmelskörper. Insgesamt könnte dieses subglaziale Meer doppelt so viel Wasser enthalten wie alle Ozeane der Erde zusammen. Doch wie kamen die Experten diesem schwappenden Geheimnis überhaupt auf die Spur? Oder anders gefragt, wie spürt man ein Meer auf, das auf den ersten Blick unsichtbar erscheint? Naja, die ersten Hinweise auf den wässrigen Riesen lieferten die Magnetfeldmessungen der Galileo-Sonde. Im Oktober 1989, in Richtung Jupiter aufgebrochen, sammelte der NASA-Raumflugkörper eine Reihe von revolutionären Erkenntnissen über den Gasriesen und seine stetigen Begleiter. Dazu zählte, wie erwähnt, insbesondere der Nachweis von flüssigem Salzwasser unter der Oberfläche von Europa. Doch auch die Trabanten Ganymed und Callisto reihten sich fortan in die Liste der extraterrestrischen Meeresträger ein. Im Detail identifizierten die Magnetfeldmessungen rund um Europa einige verräterische Störungen im Jupitermagnetfeld. Störungen, wie sie normalerweise durch die Bewegungen einer leitfähigen Flüssigkeit erzeugt werden. Da Europa jedoch keine Gesteinskruste besitzt, sondern vollständig von Eis bedeckt ist, erschien eine gewaltige Magma-Ansammlung, gelinde gesagt, unwahrscheinlich. Denn diese hätte die gefrorene Oberfläche wohl schon längst zum Schmelzen gebracht. Etwas anders stellte sich die Sache da schon im Falle eines subglazialen Ozeans aus flüssigem Salzwasser dar. Dieser wäre nämlich nicht nur leitfähig, sondern auch noch gerade kühl genug, um die äußere Eiskruste zu erhalten. Im selben Atemzug warf diese plausible Erklärung aber auch eine neue Frage auf. Was hält das Meer unter dem Eis flüssig? Nun, glücklicherweise lag die Lösung für dieses galaktische Rätsel praktisch schon auf der Hand. Dass das Wasser auf Europa in dauerhaft flüssiger Form vorliegt, ist den Gezeitenkräften des Jupiters zu verdanken.
Demnach umkreist der Mond seinen Planeten auf einer relativ exzentrischen, stark elliptischen Umlaufbahn. Aufgrund dessen schwankt also auch die Anziehungskraft des Jupiters im Laufe einer Bahnumrundung. Das Innere Europas wird also mal stärker und mal weniger stark gestaucht und komprimiert. Ist der Trabant dem Gasriesen also sehr nahe, heben sich Eis, Wasser und Silikatgesteine auf der ihm zugewandten Seite an und der gesamte Mond wird durch die einwirkenden Kräfte leicht elliptisch verformt. Sobald sich Europa jedoch aber vom Jupiter entfernt, nimmt er wieder eine annähernd kugelförmige Gestalt an. Unterm Strich gehen also diese ständigen Bewegungen mit Reibungen im Untergrund einher, die wiederum Wärme erzeugen. Eine Wärme, die ausreicht, um das Wasser unter der Eiskruste flüssig zu halten. Welche Erkenntnisse wird Europa Clipper ans Licht bringen? Dass die Existenz von Wasser in dauerhaft flüssiger Form eine Grundvoraussetzung für die Entfaltung erdähnlichen Lebens verkörpert, ist unbestritten. Unbestritten ist aber auch, dass das bloße Vorhandensein von Wasser dafür allein noch nicht genügt. Um die potenzielle Lebensfreundlichkeit des Europa-Ozeans abzuschätzen, ist es also unerlässlich, dessen chemische Zusammensetzung zu entschlüsseln. Das Problem ist, anders als beim Saturnmond Enceladus fehlen dem Jupiter-Satelliten die Geysire, die ständig Wasser aus dem subglazialen Meer ins All hinausschleudern und seine Inhaltsstoffe offenbaren. Dem bahnbrechenden Einsatz des James-Webb-Teleskops sei Dank ist es den Experten mittlerweile aber immerhin möglich, indirekte Einblicke in Europas verborgene Unterwasserwelt zu erhaschen. Und tatsächlich bestätigten die neuen Spektraldaten, die mithilfe des hochauflösenden Nahinfrarotspektrometers NIRSPEC gesammelt wurden, dass es in der Eiskruste des Mondes erhöhte CO2-Vorkommen gibt. Im Detail ermittelten die Forscher, dass besagtes CO2 wahrscheinlich nicht als reines, kristallines CO2-Eis vorliegt, sondern als Mischung mit Wassereis und verschiedenen Salzen. Das Besondere daran ist, dass sich die CO2-Vorkommen in der sogenannten Tara Regio konzentrieren, einer rund 1800 Quadratmeter großen, stark zerklüfteten Region. Im Kern vermuten die Fachleute, dass in der geologisch jungen Tara Regio frisches Material aus dem verborgenen Ozean an die Oberfläche gelangt. Oder in anderen Worten, der Kohlenstoff stammt allem Anschein nach aus dem subglazialen Meer, wodurch dieses also ein Element enthält, das für das Erblühen von Lebewesen essentiell ist. In Kombination mit dem Wasser und dem Salz würde Europa nun also schon drei Zutaten für das Rezept des Lebens beherbergen. Nun scheint aber keine noch so vielversprechende Fernerkundung so aussichtsreich wie ein direkter Abstecher zu Europa. Und tatsächlich steht eine solche Mission aktuell schon in den Startlöchern. Die JUICE-Sonde der NASA hat sogar schon Kurs auf die Jupitermonde Ganymed, Callisto und Europa genommen. Und sofern alles nach Plan verläuft, wird Europa Clipper unseren blauen Heimatplaneten im Oktober dieses Jahres verlassen. Das Hauptaugenmerk des 6 Tonnen schweren Raumflugkörpers liegt dabei voll und ganz auf der potenziellen Bewohnbarkeit des Eismondes. Die Sonde wird 45 Vorbeiflüge an Europa absolvieren und sich dem Himmelskörper bis auf 25 Kilometer nähern. Mit den modernsten Instrumenten unserer Zeit ausgestattet, soll Europa Clipper also maßgeblich dabei helfen, die Frage nach der Habitabilität des Satelliten zu klären. Denn tatsächlich hat sich dieses Thema im Laufe der Zeit zu einem hitzig debattierten Streitpunkt entwickelt, der stetigen Wandeln unterliegt und die Experten in zwei Lager spaltet. Kann das Leben auf Europa überhaupt gedeihen? Grundsätzlich gilt, die Erde ist noch immer der einzige Himmelskörper, auf dem die Existenz von Leben zweifelsfrei bestätigt wurde. Vor diesem Hintergrund müssen sich die potenziellen Lebenswelten im All also auch an ihrem irdischen Vorbild messen lassen. Und siehe da, tatsächlich ist es auch einigen Erdbewohnern gelungen, sich an Bedingungen anzupassen, die getrost als extrem bezeichnet werden können. Denken wir dazu nur einmal an die Biotope rund um die sogenannten schwarzen Raucher. Dabei handelt es sich um hydrothermale Quellen am Grund der Tiefsee, die kein Sonnenlicht kennen und trotz dessen eine Reihe von Organismen als Zuhause dienen. Dabei sind die Bakterien dazu imstande, die Wärmestrahlung der austretenden hydrothermalen Lösung aufzufangen und als Energiequelle für die Photosynthese nutzbar zu machen. Aber es geht auch größer. Tatsächlich werden die schwarzen Raucherbiotope auch von augenlosen Spinnenkrabben, Bartwürmern, Muscheln und Seesternen bewohnt. Und einige Biologen gehen sogar davon aus, dass wir solche hydrothermalen Quellen auch unter der Eiskruste des Jupitermondes Europa finden werden.
Deutlich weniger optimistisch sind allerdings die Ergebnisse, die vor einigen Jahren von NASA-Wissenschaftlern in der Fachzeitschrift New Scientist publiziert wurden. Demnach wurden auf der Oberfläche des Mondes Wasserstoffperoxid- und Schwefelsäureansammlungen nachgewiesen, wodurch der Himmelskörper zunächst weitaus lebensfeindlicher erschien als bis dato vermutet. Grundsätzlich gingen die Experten davon aus, dass der Schwefel aus dem subglazialen Ozean stammt. Es ist aber auch durchaus möglich, dass dessen Wurzeln in Wahrheit auf dem Jupitermond Io liegen. Ebenso ungeklärt ist die Frage, wo der Ursprung des Natriumchlorids schlummert, das auf der Oberfläche des Eismondes identifiziert wurde. Unbestritten ist jedoch der Umstand, dass es bislang keine handfesten Beweise für die Existenz von Leben auf Europa gibt. Tatsächlich könnte der anstehende Einsatz von Europa Clipper aber dabei helfen, dieses Rätsel zu knacken und einer noch viel spektakulären Mission den Weg zu ebnen. Im Detail soll die Raumsonde nämlich auch nach geeigneten Landestellen für spätere Forschungseinsätze Ausschau halten. Für Forschungseinsätze, bei denen sich eine unbemannte Kryobot-Sonde durch die Eiskruste schmilzt und eine Art Mini-U-Boot in Europas Ozean ablässt. Ehe es soweit ist, ist aber noch etwas Geduld gefragt. Europa Clipper wird den Jupiter-Orbit frühestens im April 2030 erreichen. Etwas schneller gestaltet sich da schon deine Reise zum Abo-Button. Drück jetzt sehr gern auf Abonnieren, um nie wieder ein spannendes Video zu verpassen. Bis bald!